Alter, was geht ab, Leute, Junge? Auf dem Pogo-Kanal. Letzten Tage ging es mir nicht so gut. Bisschen krank und super schlechtes Wetter. Deswegen kam auch nichts. Aber ein wagemutiger Held hat heute angefangen. Ich glaube, die erste Forschung, Aufgabe war irgendwas zu fangen. Muss 15 Beeren verwenden, beziehungsweise jetzt nur noch 7 und 5 Power-Ups. Und für das ganz linke habe ich schon 3 erfüllt. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und 10 Power-Ups. Das heißt, gesamt muss ich irgendein Pokémon 10-mal power-uppen. Was kann ich bitte 10-mal maxen, pushen? Oh, ich weiß was. Die Evoli-Entwicklung kann ich immer. Da habe ich bisher nur dieses Feen-Ding komplett gemaxt. Zum Beispiel hier Psyana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Mal geht's nur, Mann. Mein Gott. So, der wurde es. Dieser Maulwurf, Stahlmaulwurf. Grenze Forschung, ein wagemutiger Held, abgeschlossen. Zumindest Teil 1. So. 10 Power-Ups nochmal. Uff. 5 Pokémon. Ich weiß, ich kann auch irgendwas Billiges, aber wenn ich pushe, dann meistens irgendwas, was ich brauche. Also brauche. Ich brauche ja nichts mehr. Ich sag das so aus Gewohnheit. Fange 5 Pokémon, 5 großartige Würfe. Dreimal in der Arena kämpfen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in der Arena sehe, weil morgen fahre ich mit ein paar Freunden übers Wochenende nach Essen, NRW. Die spielen dabei in einem Yu-Gi-Oh! Turnier. Pokémon. Digga! Wie confused bin ich? Anders lost. One Piece Turnier mit. Und zufällig ist es auf Japan-Tag. Da schaue ich vorbei. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein paar Aufnahmen sehen. Aber ich habe gesehen, die Feldforschung braucht nicht so viel Gen. Deswegen ist es eigentlich machbar. Wir schauen mal kurz rein, was ich alles brauche. Sollte an sich, eigentlich hätte ich es heute wahrscheinlich irgendwie schaffen können. Da braucht man nicht viel, nicht lange. Zweite Stufe, 5 super effektive Ladeattacken. Ist machbar, sogar auch ohne Arena. 10 Power-Ups nochmal. 3 Rocket-Typen. Okay. Dann Stufe 3, 15 Pokémon fangen. 15 Mal pushen, okay. Und 3 Arena-Kämpfe. Vielleicht mache ich das irgendwie morgen auf der Fahrt dahin, wenn wir da ankommen. Sollte kein Problem sein. Ist auf jeden Fall diesmal chillig. Und die ganz linke, 10 Power-Ups, ja, da gibt es nur 2 Stufen. Ja, wir sehen uns auf dem Weg nach Essen. Oh, Hey, guten was Morgen. geht? Was geht ab? Vorrang, was Was geht? geht ab? Fit, ready, fresh. Nee, Mann. Starten mit Schwierigkeiten, Leute. Zwischenstopp, Nürnberg, Leute. Es gibt Atlantik-Döner. Den haben wir früher mal ernst gehypt. Ein Rind, ein Pute, Leute. Es wird sich gegönnt. Wir sind in Essen angekommen, Leute. Juhu. Essen, Baby. In dieser Halle scheint es wohl zu sein, Mann. Ja, genau. Kaido. Ja, auf jeden Fall auf Tour für heute. Irgendwie erinnert mich diese Location an eine Hochzeit. Eine Hochzeitslocation. Da vorne die Band und so. Und in dem Raum auch noch. Die wollen alle König der Piraten werden, aber es gibt nur einen König der Piraten. Düsseldorf, Leute. Cosplays haben wir schon ein paar gesehen. Jetzt versuch mal geil japanisch Ramen irgendwie sowas zu essen. Hier überall geile Läden, Mann. Irgend so ein Bubble Tea Laden. Digga, Düsseldorf ist schon geil, Mann.
war ja 2019 auch zufällig am Japan-Tag hier. Ich kriege leichte Flashbacks. Das ist jetzt mittendrin. Also das beste Cosplay bisher, was ich gesehen habe, war so ein Jiraiya. Der hat echt gefühlt, der hat so richtige Wano-Schuhe an, Mann. Seht nicht so gut. Mitadori, aka Deku. Bisher ist echt bestgemachte Kostüm. Das sieht echt gut aus. Digga, es ist so voll heftig. Ich gehe zu den Schwestern und die eine. Und die zuerst aber. Ja, da gibt es zwei Schrank, aber die sind alle da. So, schauen wir mal, wie es den Jungs so geht. Also Ergebnisse kennen wir. Kader. Ja. Wir wollen eine leidende Gesichter. Oh, du schaust echt gut. Oh ja. Es gibt nur ein Gesicht, was leidet. Das ist echt leid, maximal. Was geht's? Was geht bei euch? Wieso seid ihr so gut so drauf? Es macht Spaß, Bro. Es macht Spaß. Echt Spaß, Bro. Yo, was geht? Wir sind zurück. Wochenende kaum gespielt. Auch ein wenig Geschenke, sorry Leute, aber hat anderes zu tun. Wir sind immer noch an der Spezialforschung dran. Ich muss jetzt das hier noch 7-mal pushen. Das ist mein 100er Garados, mit dem ich auch Best Friend bin, Best Buddy. Und jetzt haben wir alles erledigt. Endlich. Okay, was ist endlich? Das war sogar relativ easy. Begrenzte Forschung, ein wagemutiger Held. Wir hatten noch 2 Tage Zeit. Belohnung abholen. Ein TM. Und fertig. Dann haben wir noch die Seite. Ein wagemutiger Held. 2 von 4. Zack, zack, zack. Abholen. 2000 EP. Und ein Velusi. Oh. Ich dachte, das war's. 15 Pokémon fangen. Oh, nochmal 15 Power-Ups. Und 3 Kämpfe in einer Arena. Soll ich schnell rauslaufen? Für das Video, weil ich wollte es eigentlich jetzt schneiden. Okay, wir sehen uns gleich. 15 Power-Ups, muss ich mal schauen. Jetzt 14 Pokémon noch fangen, weil das Velusi hat gezählt. Wir sehen uns nach diesem Cut. Wir haben's. Zack, zack. Zack. Und? Habe ich wieder so ein Glück und es ist shiny? No, this is not shiny. This is not shiny. Vielleicht ist es ein 100er? Wobei auch, wo ich aktiv war, haben mich Kostüm-100er nicht gejuckt. Es ist ziemlich schlecht und nicht shiny. Naja. So. Abholen, abholen, abholen. Und geschafft. Spezialforschung abgeschlossen. Das war's von mir, Leute. Wie immer, like, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.